Rüdiger, besinn dich und lerne bitte dazu. Du kannst nicht über Dinge reden, wo du keinen Dunst hast. Das geht überhaupt nicht. Wenn du die Christen und die messianischen Juden gegen dich aufbringen willst, dann kannst du das gerne tun. Oder du machst dich vorher schlau. So ein Teufelswerk zu verbreiten, die Klappe aufzumachen, null Ahnung zu haben und dem Feinde den Teufel in die Hand zu spielen. Also was Blöderes ist mir heute noch nicht untergekommen, wie diese Sprachnachrichten von Rüdiger Hoffmann. Entschuldigung, aber da damit outet er sich. Ich weiß nicht, wie er das wieder gut machen will. Rüdiger, geh auf die Knie, werd demütig und bekenne deine Sünden und mach Buße vor dem Herrn. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, wir beten die ganze Zeit schon, dass du eine Erleuchtung kriegst. Aber das geht nicht. Im Gegenteil, du bist mit dem Teufel unterwegs. Du arbeitest für den Teufel. Ich kann bloß weiter beten für dich, dass du deine Dämonen und deine teuflischen Aussagen mit deiner spitzen Zunge einfach eingräbst. Das geht nur mit Demut, mit Buße, mit Sünde einsehen, dass du ein Sünder bist, genau wie jeder andere Mensch. Was machen die Menschen hier? Arrogant, hochnäsig, Selbstvergottung. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast da drin, das ist Selbstvergottung. Da kann ich nur sagen, im Namen Jesus Christus, Teufel, weiche!